Guten Morgen. Guten Morgen auf der Make Munich. Samstag, erster Tag. Wir gucken auf ein großartiges Wochenende hoffentlich. Und wir fangen gleich unser Vortragsprogramm mit einem sehr spannenden Vortrag an, der auch sofort gleich in die Bildung weist, weil das Maker-Movement und die Maker-Kultur sehr stark ist. Und ich darf euch vorstellen Dr. Michael Knieling, er ist Direktor von Brick and Knowledge. Brick and Knowledge findet ihr vorne gleich beim Eingang. Ein Education-Baukastensystem, ein elektronisches. Und er wird uns zeigen, wie man die verschiedenen Tools, die es ja gibt für die verschiedenen MINT-Fächer, was die denn eigentlich zu tun haben mit diesen unterschiedlichen Fächern und wie die man verbinden kann, unter anderem wahrscheinlich auch mit Brick and Knowledge. Danke. Danke, Anne. Einen wunderschönen guten Morgen. Also ich werde heute mal nicht so viel über einzelne Produkte oder Techniken reden. Wir als die Alnet, die wir einen sehr großen Stand und auch hier sehr sponsern die Veranstaltung, sind seit jetzt 5 Jahren in dem gesamten Maker- und Bildungsbereich unterwegs und unser Ziel ist es, neueste moderne Produkte für die Bildung, für junge Leute, für ältere Leute, für jung gebliebene Alte aus der ganzen Welt nach Deutschland zu bringen und hier der gesamten MINT-Initiative einen neuen Schub zu geben. Das ist ein, muss ich ehrlich zugeben, ein sehr mühsames Unterfangen. Deutschland und MINT in Schulen, es gibt, ganz pauschal gesagt, noch keine Kultur dafür. Und wir haben es inzwischen gelernt, dass die Schulen, das Interessierte an diesen MINT-Themen einfach auch Unterstützung brauchen, wie neueste Technologien nicht nur im Informatikunterricht oder nicht nur in der Mathematik eingesetzt werden, sondern tatsächlich fachübergreifend. Für diejenigen, für die MINT vielleicht jetzt noch nicht so der Begriff ist, MINT ist ein Kunstwort und soll vereinigen Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Inzwischen geht es auch schon die gesamte Bewegung darüber hinaus, dass auch noch die Kunst mit integriert wird. Im Englischen heißt es dann inzwischen STEAM. Wir kriegen die Kunst, das K hier leider in das Kunstwort nicht mit rein. Deswegen, wir verstehen halt MINT inzwischen auch noch das gesamte Kunstthema mit als Bestandteil dieser neuen fachübergreifenden, projektbezogenen Bildung, welche beginnt im Vorschulalter und zieht sich durch bis in den universitären Bereich. MINT in der Schule. MINT in der Schule, wie ich schon sagte, findet im Moment ganz, ganz zögerlich statt. Wir haben ungefähr 33.000 Schulen in Deutschland. Davon sind circa 1.000 Schulen, also aus dem gesamten Bildungsbereich, beschäftigen sich mit dem Thema MINT. Das ist im internationalen Vergleich, wir sind auch sehr viel unterwegs im asiatischen Markt, im osteuropäischen Markt, sind wir da sehr weit zurück. Und deswegen haben wir als Unternehmen, als Alnet, jetzt beschlossen, eine eigene Initiative zu bilden, um einfach die Hilfe, den Support zu geben für Lehrer, für interessierte Eltern, stärker in dieses Thema, also fachübergreifende Lernen hineinzukommen. MINT-Kompetenzen an sich werden international immer stärker ein Wettbewerbsfaktor. Sie sind Teil unseres täglichen Lebens. Also zu Hause oder auch im Kinderzimmer gibt es keine Mathe, da gibt es keine Informatik, da gibt es kein, sondern wir machen einfach, das haben wir früher auch schon gemacht, ist nichts Neues. Wir machen einfach projektbezogene Geschichten mit den Kids, die machen es selbst. Aber das wieder reinzubringen in die sehr starre Strukturen, das ist ein riesiges Thema. Und die MINT-Kompetenzen sind Grundkompetenzen unter der nächsten Generation. Es geht nicht mehr darum, in einzelnen Fächern spitze zu sein, sondern wir müssen die fachübergreifenden Themen beherrschen. Was wollen wir machen? Wir wollen Brücken bauen zwischen Herstellern,
Produkten, Pädagogen und Schülern, beziehungsweise in dem Fall natürlich auch den Eltern. Wir als Eltern haben da genauso die Verantwortung, in dem Bereich aktiv zu werden, wie alle anderen Player. Lehrer sind, und das ist auch ein Riesenthema in Deutschland, sind die Schlüssel für die MINT-Bildung. Nur leider, je nach Klassenstufe, je nach Bereich, haben die Lehrer große, ich sag's einfach mal ganz gerade raus, die haben Angst davor. Die haben Angst davor, mit Kindern zu arbeiten, die in bestimmten neuen Technologiefeldern einfach fitter sind. Aber das ist doch Unfug. Man kann auch gemeinsam lernen. Gerade im Grundschulbereich. Im Grundschulbereich werden Kompetenz oder werden Basiskompetenzen schon oder können vermittelt werden, die in die Programmierung reingehen, die in die Mathematik reingehen. Da gibt es auch entsprechende Produkte von internationalen Anbietern. Aber es ist nicht, was jetzt gerade wieder mal durch die gesamte Medienlandschaft geht, es ist nicht getan, einfach Tablets oder Wi-Fi oder Smartboards anzuschaffen. Das ist nicht das Thema MINT. Das Thema MINT ist es wirklich, Kinder wegzubringen von reinen digitalen Konsumenten hin zu digitalen Machern. Und das ist natürlich auch unser Thema hier auf der Make Munich. Kinder, Jugendliche oder Erwachsene zu digitalen Machern zu machen. Was heißt das jetzt? Unsere Initiative hier. Hängt irgendwas? Kleinen Moment. MINT und Lehrplan. Ich weiß nicht, ob Lehrer hier gerade mit im Auditorium sitzen. Es gibt kein MINT-Fächer im Moment noch im Lehrplan. Es gibt Ansätze in einigen Ländern, gerade hier in Bayern wird es ab nächstes Jahr in den Lehrplan mit einfließen in bestimmten Bereichen. Aber ansonsten sind das alles Initiativen, die auf die Schulen zurückgehen. MINT-Bildungsprodukte, Fluch oder Segen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Wenn Sie sich umschauen, es gibt inzwischen unendlich viele Angebote, die mit diesem MINT-Logo durch die internationalen Märkte ziehen. Aber rein die Hardware oder rein ein Produkt ohne den gesamten Support, ohne die gesamte Inhalte, die Lerninhalte, die Lernziele, kommen wir nicht allzu weiter. Oder wenn Sie einfach mal bei Google nach, ich habe jetzt die englische Suche nach STEM-Produkten gemacht, sofort bekommen Sie 80 Millionen Hits. Das, also eine schier unendliche Vielfalt. Und da durchzukommen und die positiven, die guten Produkte von den Scharlatanen, von den Nachahmern zu unterscheiden, ist ein riesiges Thema. Dann haben wir ein Thema, sind mehrheitlich internationale Anbieter. Sehr viele kommen aus dem asiatischen Raum. Und internationale Anbieter haben teilweise oder haben in der Regel keine Unterlagen, keine Lernziele, keine Kompetenzvermittlung, sondern es geht einfach nur um Hardware in den Markt zu bringen. Was passt in den derzeitigen Lehrplan? Wenn Sie die Produkte sich auch anschauen bei uns am Stand, wir haben sehr viele verschiedene. Da den Lehrern oder den Schulen zu helfen, über diese Initiative wirklich die Ideen zu entwickeln, nicht nur einen Roboter in der Informatik einzusetzen, sondern auch in der Mathematik oder selbst in der Physik oder in der Chemie. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Man muss nur einfach mal sein Mindset öffnen. Und das ist ein Thema mit jungen Lehrern sehr gut machbar. Ich will ja kein Lehrerbashing machen. Wir haben eine Generation, die da kommt. Aber wir müssen schneller sein. Wir können nicht warten, bis die neu ausgebildeten Lehrer mit diesen Querkompetenzen in die Schulen kommen. Wir müssen das heute vorantreiben. Ich sprach schon von den Berührungsängsten unserer Pädagogen. Ich habe viele Gespräche, wenn wir auf Veranstaltungen sind, also nicht nur, wir sind jetzt nicht nur im Maker-Bereich unterwegs, sondern auch auf den Veranstaltungen der Informatiklehrer, des Informatiklehrerverbandes oder des MNU-Verbandes. Also gibt es einige Veranstaltungen, aber die Lehrer scheuen sich teilweise immer noch,
in diese Thematik hineinzugehen. Was wir machen, wir helfen ihnen dabei. Und wir haben ein riesiges Thema. Viele mit MINT-Anstrich versehene Produkte sind einfach nur Spielzeug. Aufgehübschte Spielzeuge. Und das ist auch wieder ein Thema, was wir versuchen, gemeinsam mit Herstellern, aber auch gemeinsam mit Lehrern so zu bearbeiten, dass wir genau die Produkte in den Markt, dem Markt zur Verfügung stellen oder den Schulen zur Verfügung stellen, die das Thema MINT abdecken können. Deswegen gibt es eine Informationsplattform. Schauen Sie sich es einfach an. Alle machen MINT.de. Ist einfach zu merken, genauso wie die Initiative. Und das ist eine Informationsplattform für Lehrende, wobei ich in dem Zusammenhang auch immer die Eltern mit ins Boot nehmen will, weil diese Separation zwischen Schule und Eltern ist eine unsägliche Geschichte. Die Schule kann uns Eltern nicht abnehmen, dass unsere nächste Generation auch hier die entsprechenden Kompetenzen erwirbt. Sie kann mitarbeiten und wir müssen alle zusammenarbeiten. Was bekommen Sie in dieser Initiative? Wir haben im Moment diese Marken subsumiert. Sie finden alle Dokumentationen, alle Lerninhalte, alle Ideen, die Sie damit machen können, angefangen von der vom späten Kindergartenalter bis hin in den universitären Bereich. Brica Knowledge, okay, da bin ich selbst involviert. Wir haben Arduino. Arduino ist ein großartiges Produkt. Die meisten kennen es aus der Maker-Bewegung. Aber inzwischen hat Arduino Produkte entwickelt, die den gesamten Content für Lehrer aufbereitet haben, für Schüler aufbereitet haben, um projektbezogene Ausbildung zu machen, die von der Informatik rübergeht in die Mathematik, in die Physik, in die Chemie, in die Technik, in die Umweltthematik, ist nur kaum bekannt. Was wir machen, ist diese ganzen Geschichten zur Verfügung zu stellen. MakeBlock, tolles Thema, Robotik auch wieder mit Ansatz Richtung Mathe, Physik, Chemie. Matata Lab ist ein Einstieg, da können Kindergartenkinder, ich weiß, es gibt eine riesige Diskussion, sollten Kindergartenkinder schon anfangen, in Richtung Programmierung zu denken. Aber das ist nicht Programmierung. Hier geht es einfach mal darum, bestimmte Grundprinzipien zu erleben. Und wenn Sie einfach mal, Kids, wir haben es erlebt, auf verschiedenen Veranstaltungen vor Matata Lab Produkte setzen, die kriegen das schneller als wir Erwachsene hin, da vernünftige Lösungen spielerisch zu ermitteln. Auch wieder, die gesamte Content ist dahinter. 3D Simo, das ist das Thema. Wir machen jetzt MINT auch in der Kunst. Sie können mit 3D Simo extrem interessante Kunstprojekte realisieren. Wir haben Snapwaker, wir haben Robo Wunderkind. Und es gibt noch neue Produkte, die wir in Bälte hier in das gesamte Angebot mit einbauen werden. Sie finden in diesem Angebot auch für private Nutzung Kurse, Möglichkeiten wirklich, wie Sie didaktisch in das Thema einsteigen können. Einfach anschauen, aufmachen und losmachen. Sie finden diese gesamten Themen, Sie können auch nach Fächern suchen. Sie finden für die einzelnen Fächer, ob es nun Mathe ist, ob es Musik ist, ob es Naturwissenschaften ist, finden Sie auch wieder die gesamten Ansätze, Sie finden die Tools, Sie finden die Inhalte. Und diese gesamte Aufbereitung, das ist das, was wir im Moment mit sehr viel Aufwand den Schulen, den Pädagogen, den Eltern zur Verfügung stellen, um dieses Thema MINT voranzutreiben, um wegzukommen von der sehr fachorientierten Unterricht hin zu projektorientierten, fachübergreifenden Unterricht. Gut, das war im Schnelldurchgang einfach mal eine Einführung in das Thema MINT. Ihr könnt gern mit uns von am Stand, gleich am Eingang ist der Allnet-Stand, da seht ihr alle Produkte, die ich auch erwähnt habe und noch viel mehr. Ihr könnt mit uns reden, ihr könnt es ausprobieren. Wir zeigen euch auch
den gesamten Einstieg in den pädagogischen Bereich, wobei wir hier natürlich eher den Fokus auf den Maker-Bereich haben. Aber wir sind alle da. Ich lade euch ein, kommt vorbei. Wir haben heute genug Zeit, wir haben morgen noch Zeit und im Zweifel kommen wir auch vorbei, wenn es Schulen sind, und arbeiten gemeinsam mit euch an diesem Thema. Für uns ist es wichtig, oder wir wollen MINT in Deutschland zu einem, nicht nur ein Schlagwort, was Politiker durch die Gegend schieben, machen, sondern zu einem gelebten, projektorientierten neuen Unterricht. Dankeschön. So. Dankeschön, Michael. Ist doch gar nicht so schwer mit dem MINT eigentlich, oder? Es ist nicht schwer. Es ist nur, man muss wieder die erste Hürde nehmen. Wenn man über die erste Hürde ist und dann mit den Kids arbeitet, dann, also das ist eine Frage, es gibt eigentlich keinen, der da nicht begeistert ist. Weil zum Beispiel, wir machen einen eigenen Makerspace in Berlin, wo wir Schulen einladen und auch Schulen aus Brennpunktgebieten. Berlin hat da leider einige. Und die Lehrer sind erstaunt, wie Kinder, Jugendliche aus Brennpunktgebieten dieses Thema MINT aufnehmen und damit begeistert auch lernen zu Themen, die eigentlich, wo sie normalerweise sagen, will ich nicht. Das funktioniert dann. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Nein, ich glaube, es wollen alle anfassen. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Du hast gesagt, dass das so ein mühsames Unterfangen ist in Deutschland. Was macht denn unsere Situation in Deutschland gerade so besonders, dass wir uns da so schwer tun? Okay. Muss da nicht ausholen. Nein. Das ist jetzt meine ganz private Meinung. Ja. In Deutschland haben wir das Problem, dass Bildung keinen Wert mehr darstellt. Die Anerkennung, und ich vergleiche es einfach mit osteuropäischen Staaten, mit Staaten in Asien, wo wir unterwegs sind. Da ist die Bildung ein hohes Gut, was Kinder vermittelt bekommen sollen. Ob die es nun gut machen oder schlecht mit dem riesen Druck, der da entsteht, das ist wieder eine andere Frage. Aber was bei uns etwas verloren gegangen ist, ist wirklich das Thema Bildung ist ein Wert und Bildung ist etwas für die Zukunft, für unsere nächste Generation. Und wenn wir das nicht hinbekommen, naja, dann wird es schwierig, sagen wir mal so. Genau. Und eins hätte ich noch tatsächlich, du hast vorhin dieses wunderbare Schlagwort, das bei uns leider auch nicht so bekannt ist, von STEAM gebracht. Das hat mich natürlich als Designerin sehr gefreut und ich glaube, das könnte das irgendwie der Knackpunkt sein, das irgendwie nochmal ein bisschen zu boosten, dass man versteht, es geht nicht nur um Naturwissenschaft, sondern es geht auch um die Kreativen. Ja, na, ich sehe sowieso auch Naturwissenschaften nicht als unkreativ an. Nee, um Gottes Willen. Irgendwann bin ich Physiker geworden und fand das eine sehr kreative Geschichte, aber ist schon so. Also man bekommt natürlich eine größere Breite hin, auch mit Kindern, wenn da kreative Sachen entstehen dabei. Und das kann man alles machen, das kann man auch mit einem kleinen Roboter kann man kreative Sachen entstehen lassen, indem der einfach zeichnet, der Figuren entdeckt. Also da gibt's, das ist eigentlich nach oben offen. Und ja, und die Kunst, man muss es halt wirklich so sehen, und das versuche ich immer wieder zu betonen, es ist nicht Mathematik oder Technik oder Kunst oder Naturwissenschaften oder was weiß ich, Informatik, es ist etwas, was alles zusammenführt. Das große Ganze. Sehr schön. Damit warst du ja der perfekte Intro-Vortrag zu unserem heutigen Vortragsreihe. Und es geht jetzt gleich weiter in 5 Minuten mit dem Vortrag von Yong, die auch schon da ist, zum Thema Printing 3D Electronics. Und dann danke ich dir, Michael. Und ich hoffe, dass alle zu euch am Stand kommen und das auch einmal mal live sehen können. Danke.